Hallo meine Lieben, willkommen beim Deutschland-Kurier-Kanal, abonniert nicht vergessen und folgt uns bitte auch auf Telegram. Heute ist ein schlechter Tag für Deutschland. Annalena Baerbock wurde von den geistig Obdachlosen der öko-stalinistischen Hüpfkindersekte namens Die Grünen zur Kanzlerin Kandidatin gewählt. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, im Rennen um das begehrte Amt im Kanzlerbunker waren der Kinderbuchautor Robert Habeck und die Kinderbuchleserin Annalena Baerbock. Böse Zungen behaupten, sie ist auch die einzige Leserin seiner Werke. Und das war dann auch das Einzige, was sie jemals gelesen hat. Obwohl die Baerbock zur Kanzlerkandidatin gewählt wurde, möchte ich mich in diesem Video dennoch mit beiden Politikern beschäftigen, denn sie ist ja nicht aus der Welt. Sie wird weiterhin, da bin ich fest von überzeugt, massiv Einfluss auf die Politik der Grünen nehmen. Wer sich also schon immer gefragt hat, was ein Kinderbuchautor in der Politik verloren hat, dem sei gesagt, normalerweise gar nichts, außer bei den Grünen. Dort schreibt er das Parteiprogramm. Zumindest liest sich das Parteiprogramm der Grünen wie ein Kinderbuch, denn darin steht nur infantiler Nonsens, der im wahren Leben nicht funktionieren kann. Wir kennen das aus dem Märchenland. Da hat der böse Wolf die Großmutter und das Rotkäppchen gefressen, und als er vom Jäger erschossen wurde, hat der ihm den Bauch aufgeschlitzt und beide kamen froh und munter wieder raus. Im wahren Leben wären sie beide tot gewesen. So tot wie die meisten Menschen, wenn die Krankenvorstellungen der Grünen irgendwann allumfassend umgesetzt werden würden. Das Gefährliche an beiden ist, das können wir ruhig eingestehen, ist, dass sie auf die geistig Obdachlosen dieser Welt so nett und sympathisch wirken. Sie sehen sogar, zumindest für Grüne, richtig gut aus. Robert Habeck verbringt jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal eine Stunde vorm Spiegel, um seine Haare so hinzubekommen, als wäre er gerade aufgestanden. Er ist so eine Art grüner Posterboy, der den Wählerinnen der Grünen sofort feuchte Höschen macht. Und die Annalena Baerbock sah sogar mal richtig gut aus, bevor sie dann leider wohlstandsverfettete. Beide haben nur unproduktiven Schwachsinn studiert, mit dem man in der wertschöpfenden, in der wohlstandserzeugenden Privatwirtschaft bestenfalls einen Job als Hofputzer bei McDonald's bekommt und daher über kurz oder lang beim Staat landen muss. Robert Habeck hat Philosophie und Germanistik studiert, Annalena Baerbock Politikwissenschaft und öffentliches Recht. Da muss man es dem Habeck noch hoch anrechnen, dass er als Kinderbuchautor immerhin mal einem marktwirtschaftlichen Job nachgegangen ist. Und Baerbock, die hat für kurze Zeit während ihres Studiums für eine Zeitung gearbeitet. Damit sind beide zumindest für grüne Verhältnisse schon ganz weit vorn. Baerbock gewann als Jugendliche dreimal Bronze bei den deutschen Meisterschaften im Trampolinspringen. Damit ist sie bei der Partei, die als ideologische Heimat der hysterischen Hüpfkinder von Fridays for Future anzusehen ist, bestens aufgestellt, fast schon überqualifiziert. Doch der Hauptgrund, warum Annalena Baerbock und eben nicht Robert Habeck heute zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde, ist, sie verfügt über das wichtigste Qualifikationsmerkmal im Wertekanon der linksgrünen Verstrahlten, nämlich eine Vagina. Mutmaßlich zumindest, ich habe das nicht überprüft, aber es ist schon davon auszugehen, dass sie sich als Frau definiert, was aber heutzutage
auch nichts mehr zu bedeuten hat. Es wäre ja auch widersprüchlich gewesen, wenn ausgerechnet eine Partei wie die Grünen, die ständig nach einer Frauenquote plärrt, bei einem Kampf Mann gegen Frau dann am Ende den Kerl ins Rennen schickt. Wobei die Grünen ja ansonsten überhaupt kein Problem mit eklatanten Widersprüchen haben, wo doch ihre gesamte Ideologie ausschließlich auf solchen basiert. Und ja, ich gebe zu, es ist sehr gewagt, Robert Habeck, diesen Robert Kennedy für Gehirnamputierte, als Kerl zu bezeichnen, denn er verfügt in etwa über so viel Männlichkeit wie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Das Männlichste, was Bobby jemals vollbracht hat, war die Löschung seiner Facebook- und Twitter-Konten, weil er feststellen musste, dass er da gern mal ausrastete und sich bis auf die Knochen blamierte. Will man einem Mann, der sich so wenig im Griff hat, dass er noch nicht mal sein Auftreten in den sozialen Medien unter Kontrolle hat, die Verantwortung für ein ganzes Land anvertrauen? Von daher ist es wohl doch ganz gut, dass er es nicht geworden ist. Dabei braucht Habeck weder Facebook noch Twitter, um sich zu blamieren. Auch in ganz normalen Interviews glänzt er durch Unwissenheit. Bereits bei der Funktion der Pendlerpauschale ist er intellektuell hoffnungslos überfordert. Da sieht doch nichts gegen die Kollegin Baerbock. Die glänzte beim Thema Solarstrom mit der Behauptung, das Stromnetz diene als Stromspeicher. Genau das, meine Lieben, das weiß doch jedes Kind. Wenn beim Mobiltelefon der Akku mal leer ist, reißt man einfach ein Stück Kabel aus der Wand, schließt es daran an und schon läuft das Ding wieder. Genial, diese Annalena Baerbock. Und wenn das Elektroauto bei der Fahrt zum Bäcker mal stehen bleibt, dann kommen die kleinen Kobolde aus der Batterie und schieben es wieder an. Wenn's schmutzig wird, hilft, das muss ich ablesen, Desinfikationsmittel. Sie will klimagerechten Wohlstand für alle schaben und dafür den traurigen Umstand beenden, dass Deutschland pro Kopf Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner hat. Ja, 9 Gigatonnen pro Einwohner. Das, meine Lieben, hat sie gesagt. Tatsächlich sind es nur 9 Tonnen. Aber man kann sich ja mal um den Faktor 1000 vertun. Wen juckt das schon? Man muss sich das einmal vorstellen. Wir sprechen hier über die Grünen, eine Partei, die sich die sogenannten erneuerbaren Energien auf die Fahne geschrieben hat. Das ist ihr Leib- und Magenthema und dann so etwas. Man kann es sich im Grunde überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist, dass solche Menschen in so eine Position kommen, die völlig ahnungslos sind. Baerbock, das wisst ihr, schafft es nicht, auch nur 2 Sätze unfallfrei über die Lippen zu bringen. Von daher würde sich an der Stelle nicht viel ändern, wenn sie im September Merkels Nachfolgerin werden würde. Denn die Zonenwachtel stammelt sicher auch nur irgendwelches Kauderwelsch zusammen. Der einzige Unterschied wäre, dass das Kauderwelsch dann von einem hübscheren Gesicht erbrochen würde. Auch inhaltlich würde sich nichts ändern. Merkel redet nur Schwachsinn, Baerbock ebenfalls. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Merkel intelligent ist und dreist lügt, während Baerbock einfach nur wie ein Stück Toastbrot ist und gar nicht kapiert, dass sie Schwachsinn absondert. Wobei das zugegebenermaßen jetzt nicht nett war, fast schon beleidigend. Daher möchte ich mich an dieser Stelle direkt mal entschuldigen für diesen Vergleich, und zwar beim Toastbrot. Als kleines Fazit möchte ich euch noch sagen, meine Lieben, dass es im Grunde völlig egal ist, dass die Grünen nun Annalena Baerbock und nicht Robert Habeck ins Rennen schicken. Es war ja von vornherein nur eine Wahl zwischen Pest
und Cholera. Grün bedeutet Deutschlands Untergang. Wieder einmal. Hau dir rein, macht weiter und bis später.